Mit dem Übergangspräsidenten Mbasa werden wir jetzt hoffentlich eine Chance bekommen, dass ein Weg auch in Richtung Demokratie und Stabilisierung möglich wird. Das ist unser eindeutiger Appell an den Übergangspräsidenten Mbasa. Wie Sie denn den Übergangspräsidenten bewerten? Welche Chancen ergeben sich? Es handelt sich hierbei um einen Protest gegen die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse. Die Ausschreitungen haben derzeit keinen religiösen oder fundamentalistischen Hintergrund. Auch das ist von großer Bedeutung. Das Entscheidende ist jetzt, dass wir unsere deutschen Staatsbürger schützen, dass diejenigen, die raus wollen, auch bis zum Ende des Wochenendes raus können. Deswegen arbeiten wir mit den Reiseveranstaltern engstens zusammen. Das ist das Entscheidende. Und das Entscheidende ist natürlich auch, dass sich niemand unnötig in Gefahr bringt.